wir sind Onkel Fisch. Unser Thema heute, das Leben ist schön. Es gibt nur ein klitzekleines Problem, das ist die zunehmende Blödheit. Vorurteile. Vorurteile. Die Vorurteile. Habe ich ja Blödheit gesagt? Nee, Vorurteile. Wir wollten Vorurteile sagen. Das ist ähnlich. Das Synonym ja irgendwo. Ja. Nee, das kennt man ja noch von Pegida. Okay. Von Pegida. Wer? Die da vor einiger Zeit diese... Pegida klingt für mich wie der Verband deutscher Fußfetischisten. Das war auch was Ähnliches, nicht wahr? Aber es ist ja so, Pegida hat ja gesagt, dass die Ausländer unser Sozialsystem in Deutschland so sehr belasten. Naja, was hat die Bertelsmann Stiftung rausgefunden? Richtig, die Ausländer erwirtschaften pro Jahr für das deutsche Sozialsystem 22 Milliarden Euro. Und das sind nur die Ausländer ohne deutschen Pass. Es gibt ein ganz einfaches Hilfsmittel gegen Blödheit und das ist Lesen. Ja, Lesen ist gut, das sollten wir uns aber alle ein bisschen zu Herzen nehmen. Denn es ist ja so, es sind ja nicht nur die Pegidas blöd. Nein, wir sind auch ein bisschen blöd. Ne? Ja, jetzt nicht nur im Sinne von bei PISA sind wir die Letzten. Nein, es geht darum, wie wir die Welt sehen. Und wer anfängt zu lesen, der wird manchmal ganz überraschende Dinge feststellen. Auch Dinge, die gegen das eigene Bauchgefühl so sprechen. Ja, zum Beispiel, nehmen wir mal die Welt im Ganzen, nicht wahr? Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung auf der Welt? Oh, China, Indien, Afrika... Es sind 71,5 Jahre. Echt? 71,5 Jahre. Hätte ich nicht gedacht, nicht wahr? Da hast du so ein Gefühl, in der dritten Welt, da besteht alles nur aus Wellblech, nicht wahr? Da wohnen nur Slums, 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 da kann doch keiner über 12 werden. Tja, aber wo du jetzt gerade dritte Welt gesagt hast, was glaubst du, wie viele Menschen können weltweit lesen und schreiben? Oh, Indien, China, Afrika, Slums, Slums, Slums. 80%. 80%? Laut einer offiziellen Studie der UNESCO. Das ist aber viel, 80%. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Warum sind die Pegidas bei den anderen 20% dabei gewesen? Muss man sich fragen an der Stelle. Nein, aber anderes Thema. Zum Beispiel die Masern. War ja jetzt ja ein Riesenthema mit den ganzen Impfgegnern und allem, nicht wahr? Wie viel Prozent weltweit der einjährigen Kinder sind gegen Masern geimpft? China, Indien, Berlin-Mitte. Nein, es sind 80%. Es sind auch 80% sind gegen Masern geimpft. Hätte man doch nicht gedacht, oder? Unser Bild von der Welt hat sich durch die Medien ja total eingeengt. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, es gibt natürlich immer noch extreme Armut auf der Welt. Das ist auch eine spannende Frage. Ja? Wie hat sich die Zahl extrem armer Menschen von 1990 bis heute in etwa entwickelt? Geht das so? Oder? Halbiert. Was? Exakt halbiert. Es hat sich halbiert? Ja. Wie viele Menschen sind denn da noch extrem arm? 1,2 Milliarden Menschen. Okay, das ist immer noch recht viel. Sorry. Ja, das ist natürlich, viel. Natürlich, das ist extrem viel. Und da muss auch extrem viel dagegen getan haben, getan werden. Aber trotzdem ist die Entwicklung ja positiv, weil es halt sich halbiert. Die Tendenz ist wichtig. Man merkt, die Tendenz ist wichtig. Und wenn wir bei Medien waren, ne? Zum Beispiel so, die Zahl der Menschen, die bei Naturkatastrophen ums Leben kommen, wie hat die sich entwickelt seit 1970? Wir reden hier von 45 Jahren. Sie hat sich ebenfalls halbiert. Natürlich hat sie sich halbiert, was haben wir anderes gedacht? Das ist ja, es ist einfach unglaublich. Es liegt daran, dass die Bildung höher ist, die Bautechnik ist besser geworden, die Frühwarnsysteme haben sich verbessert. Es verändert sich einfach. Deswegen können wir euch nur sagen, informiert euch. Ja, lasst euch nicht verrückt machen. Flach in die Hose ab. Ja, und um vielleicht zu unserem Anfangsthema zurückzukommen, das Leben ist vielleicht manchmal nicht immer schön. Aber manchmal ist es viel, viel schöner, als man glaubt.